Würdest du sagen, dass sämtliche, sagen wir mal, wirklich so große Krisen, Kriege und was wir noch so teilweise besprochen haben, dass das quasi nie zufällig passiert? Dass Kriege eine gemachte Veranstaltung sind und dass Kriege sich immer gegen die Bevölkerung richten, sind ein weiterer ganz entscheidender Aspekt, um das Spielfeld zu verstehen. Auch so Sachen wie zum Beispiel Krieg, Ja, Finanzcrash. das zeigt, wie sicher sich die Systembetreiber. Systembetreiber sind für mich diejenigen, die die politischen und wirtschaftlichen Vorturner, also die sichtbaren Marionetten, tanzen lassen. So wie Corona aufbrach, war klar, dass es jetzt beginnt. Herzlich willkommen zum heutigen Video. Mein Name ist Sören Schumann und ich interviewe heute Dr. Ulrich Mohr. Und wir sprechen heute über das Thema Krise, Blackout, Krisenvorsorge. Warum ist es relativ wahrscheinlich, dass sowas passieren könnte? Welche Faktoren spielen eine Rolle? Welche Ausmaße hat das Ganze für jeden Einzelnen, für die Gesellschaft, für die Familien, für die Leute, die einem wichtig sind? Und was sollte man diesbezüglich auf dem Schirm haben? Und ja, heute mein Gast ist der Dr. Ulrich Mohr. Er ist Arzt im ersten Leben und ja, hat sich dann durch verschiedene sehr wichtige, sehr interessante Themen, wie ich finde, durchgearbeitet und ja, auch sehr mit dem heutigen Gesprächsthema auseinandergesetzt. Und ich bin ja sehr gespannt darauf, was er heute so zu berichten hat. Und ja, Uli, ich schmeiß den Ball zu dir rüber. Was sollte man über dich wissen? Ja, mögen wir weiterhin bald spielen können, wenn die Krisen durch sind. Okay. Ja, das ist für mich die Frage der Krisenvorsorge oder von welchen Krisen haben wir überhaupt eine tatsächliche Gefahr zu erwarten. Kein Kernthema für mich, aber ergab sich an sich zwangsläufig. Ich war ja lange Jahre Grenzgänger in der Medizin und erst Schul, dann Alternativmedizin und bin dann ganz eigene Wege gegangen. Was dabei automatisch entsteht, ist eine kritisch distanzierte Position zur Gesellschaft. Nicht gegen die Gesellschaft, sondern lediglich verbunden mit der Frage, welches Spiel wird hier wirklich gespielt? Und das ist auch die erste Frage, die beim Thema Krisenvorsorge den ersten initialen Aufbruch bedeutet. Ja, wenn ich nicht weiß, in welchem Spiel ich mich befinde und nach welchen Regeln es gespielt wird, habe ich auch keine Chance, gezielt und für mich vertretbar Regeln zu brechen, um mein eigenes Überleben zu sichern oder die Wahrscheinlichkeit des Überlebens zu verbessern. Also von welchem Spiel reden wir hier? Und dazu nur ganz kurz, weil die psychologischen Aspekte sehr, sehr viel wichtiger sind als die rein sachlichen Dinge, die dann im zweiten, dritten Schritt zu tun sind, um tatsächlich durch eine Krise zu kommen. Ich brauche eine psychologische Orientierung, das ist die Kenntnis des gesellschaftlichen Spiels. Und ich brauche eine psychologische, psychische Stabilität und Klarheit, in welche Richtung ich mein Leben bewegen will. Denn irgendwo, irgendwie in einem Kellerloch zu überleben mit einem Haufen Dosen, dieses Bunkermodell, das würde ich als völlig unattraktiv bezeichnen, ohne Perspektive daraus, aus dieser Lebensspanne irgendetwas Positives außer erlebter Einschränkung zu gewinnen. Ja. Also das große Spiel der Gesellschaft hierzu, wir können das ja nur ein Stichworten kurz anreißen und die Vertiefung ist problemlos möglich. Also ich habe ja zu diesem Thema auch eine ganze Reihe von Interviews im Laufe der letzten Jahre auf verschiedenen Kanälen gehabt. Wir glauben als wohlerzogene Bürger nach preußischem Modell, dass der Staat für uns Schutzmacht ist, weshalb wir überhaupt bereit sind, dem Staat das sogenannte Gewaltmonopol zu übergeben, damit er mit Hilfe seiner Ordnungskräfte für meine Sicherheit sorgt. So, bei genauerer Betrachtung zeigt sich allerdings, dass der Staat keine Schutzmacht ist, sondern es ist im Grunde genommen ein legalisiert mafiöses System. In Süditalien gibt es ein geflügeltes Wort, das besagt, wenn alles Mafia ist, gibt es keine Mafia mehr. Und
Insofern, die Beweisführung ist einfach, was ich hier sage, klingt provokant und vielleicht so auf die als Schnellschuss formuliert. Das ist etwas, was minutiös mit Leichtigkeit zu belegen ist. Alle Staatssysteme sind grundsätzlich korrupt, auch das deutsche. Die Frage ist nur, ob das beim, wie in Kenia, beim Straßenpolizisten direkt offensichtlich ist an der Basis, der, als ich damals in Kenia war und es von Deutschstämmigen in Kenia erklärt bekam, wie das dort funktionierte, der seinen Lebensunterhalt über zu einem wesentlichen Teil in Form einer Provision über die eingetriebenen Bußgelder gewährleistete, oder ob die Korruption ein bisschen höher angesiedelt ist und sich auf Vorstandsebene abspielt zwischen zum Beispiel international operierenden Konzernen und einer Regierung. Das ist sekundär. Das sind quantitative Aspekte. Die Qualität ist, der Staat ist eine Art von landwirtschaftlichem Betrieb, der sich Nutzmenschen hält, denen er direkt und indirekt vorgerechnet von Systemseite 70-80% pro Euro an Lebensenergie, an erarbeitetem Erfolg abzieht. So, also als allererstes muss man sich mal den Zahn ziehen lassen, dass in einer Krise der Staat für seine Bürger da ist. Und noch etwas grundsätzlicher ist ohne weiteres der Beweis zu führen, dass der Staat, nicht die Politiker, die kommen und gehen und dienen lediglich als Blitzableiter. Alle 4 Jahre wird ein neuer Blitzableiter installiert. Dann kann man sagen, so endlich ist die oder ist der gegangen. Jetzt haben wir einen neuen Bundeskanzler und jetzt wird alles anders. Der wird die Fehler der Vorgenerationen an Politikern ausbügeln. Das fand nie statt, das wird nie stattfinden. Die Demokratie ist bei genauer Betrachtung die perfekteste Form der Tyrannei. Weil der Domestizierte glaubt, dass er über die Wahlen einen Einfluss auf die politische Lage und die Entscheidungen hätte. Das ist quasi das Perverse daran sozusagen oder das Gefährliche. Ja, es ist eine Welt, es wird quasi genau das Gegenteil beworben oder dargestellt, wie es in der Realität, wenn man tief gräbt, dann ist. Ja, und wir müssen noch nicht mal wirklich tief graben. Das ersparen wir uns jetzt, dass der ein oder andere mag diese sehr drastische Beschreibung der Situation. Das ist das Spiel, von dem ich rede, mit seinen Spielregeln letztendlich. Spielfeld zunächst mal. Die Regeln sind die vorgegebenen Gesetze, die in aller Regel, wir wollen alle ruhig schlafen, einzuhalten sind. Also ich rufe hier nicht zu irgendeinem Widerstand auf, das ist das Blödste, was man machen kann. Ich rufe auch nicht dazu auf, eine politische Partei zu gründen, um das System aus sich heraus zu reformieren. Das ist völlig aussichtslos. Es gab niemals andere Staatsgefüge, gleich welcher Art, die nicht darauf abzielten, Macht zu monopolisieren, Kontrolle zu maximieren, um Nutzmenschen zu melken. So, also der Staat hat kein Interesse daran, für seine Bürger etwas zu tun. Er ist sogar in viel mehr, und das wissen wir spätestens seit den Ereignissen der letzten 4 Jahre, darauf ausgerichtet, Krisen sogar zu erzeugen, um Macht und Kontrolle zu maximieren. So, also das muss klar sein. Ich bin also auf mich selbst gestellt. Es gibt Krisen, die passieren manchmal tatsächlich aufgrund von Naturgewalten. Manchmal, vorwiegend würde ich sogar sagen, sind sie inszeniert. Es gab keine einzige von oberster Stelle vorfinanzierte Revolution, nachweislich in den letzten Jahrhunderten, mindestens zurück bis zur Französischen Revolution, nachweislich auch unter Einbeziehung des Dreißigjährigen Krieges. Alles Krisen, Zeiten großer gesellschaftlicher Verwerfungen und Umbrüche, und so etwas bahnt sich offensichtlich gerade wieder an. So, damit haben wir den Rahmen gesteckt. Wir sind also auf uns selbst gerichtet, ausgerichtet und haben unsere eigenen Entscheidungen zu treffen. Und zwar nicht gegen das System, sondern für uns. Ja, das ist ein gewaltiger Unterschied. Wenn ich gegen etwas bin und glaube, das reformieren zu können, bin ich immer noch Teil der Geschichte. Weil ich glaube, dass man im Staatsgefüge etwas verbessern könnte. Da gibt es nichts zu verbessern. Das ist seit eh und je immer dasselbe Spiel mit anderen Bühnenbildern. Damit ist also klar, es geht um mich. Und die nächste Frage, damit ich psychologische Stabilität habe,
Erstmal, welche Art von Krise ist zu erwarten und wie finde ich meine innere Stabilität, die Ruhe und Klarheit zu bewahren, dass ich weiß, was ich wann zu tun oder zu lassen habe. Wenn ich wie ein aufgescheuchtes Huhn, selbst wenn ich grundsätzlich vorbereitet bin, ich habe alle Materialien, die ich brauche, ich habe eine Überlebensliteratur, Bibliothek vielleicht sogar. Es kann sogar sein, dass ich mich darin geübt habe, die verschiedensten Überlebenstechniken zu erwerben und zu kultivieren. Da nützt mir das alles überhaupt nichts, wenn ich innerlich nicht gefestigt bin. Das ist der zweite entscheidende Ansatzpunkt, wofür ich auch gerade diese Orientierung im großen Spiel brauche. Ja, also Orientierung im Sinne, ja, wo stehe ich, welchen Bezug habe ich zu den anderen Faktoren, zum Staat zum Beispiel, wie du gesagt hast, wie ist da die Beziehung wirklich? Weil Ja. wenn die Basisannahmen falsch sind, dann ist das, wenn das Fundament nicht richtig ist, dann ist das, was ich darauf aufbaue, eher von wenig Kraft, Von wenig Beständigkeit. Kraft oder unter Umständen vollkommen nutzlos. Wenn ich also irgendwo in der Ecke hocke und denke nur, die Krise ist halt Gott gegeben, naturgegeben und da ist ja der Staat, ich zahle regelmäßig meine Steuern, ich bin ein braver Bürger, der wird schon kommen und mich retten. Genau das wird er nicht tun. Das macht er vielleicht aus Marketinggründen zur Selbstdarstellung in ausgewählten Fällen. Aber wenn man, ich habe direkte Einblicke durch einige unserer Vereinsmitglieder in das, was im Ahrtal tatsächlich in der Folge dieser Flutwelle geschehen ist, hier wurden systematisch auch von übergeordneten Stellen Hilfsaktionen von Bürger zu Bürger unterbunden. Ja, und damit rechnet keiner, weil ja doch der Staat, gerade auch eine Demokratie, schließlich etwas ist, was uns allen außerordentlich dienlich ist und ich darf mich zurücklehnen, warten und hoffen. Kann ich machen, aber es wird nicht viel passieren. Ja, zu dem Thema, was du gerade gesagt hast mit der Flut, finde ich auch noch spannend den Gedanken, dass es ja mittlerweile offen zugegeben wird, dass das Wetter manipuliert werden kann und dass das quasi auch als Waffe benutzt werden kann. Ich habe dazu auch zwei Interviews auf meinem Kanal, finde ich, die Ja. sind sehr, sehr spannend. Könnt ihr gerne mal reinschauen, falls ihr sie noch nicht gesehen habt. Was ja auch wieder quasi in diese Richtung geht, nicht der Staat ist unser Freund und Helfer oder guckt, dass es den Bewohnern gut geht, sondern eher Ja. gegenteilig. Ja, auch da ist das durchaus allerdings nicht in dieser Größenordnung, die allgemein behauptet wird von denjenigen, die sich damit befassen. Zweifellos eine Realität, die zu berücksichtigen ist, aber die Manipulation des gesamten Wettergeschehens in der Größenordnung, wie es auch von Pseudo-Querdenkern, Aufklärern, wir müssen dafür nicht vergessen, dass es auch Operationen unter falscher Flagge auch bei dem Thema gibt. Diese Systeme sind nicht so leistungsfähig, wie behauptet wird. Sie können kein Weltwetter manipulieren. Sie können punktuell extrem starke Regengüsse beispielsweise erzeugen. Sie können unter Umständen auch ein Tiefdruck-Hochdruckgebiet für eine begrenzte Zeit an einer Stelle relativ fixieren. Das schon. Aber sie können schon im nächsten Schritt nicht mehr die Auswirkungen dieser eigenen Manipulation kontrollieren, noch nicht mal berechnen, die sich daraus ergibt. Dafür ist das Wetter ein viel zu komplexes Geschehen. Also da werden meiner Ansicht nach, das kann ich nicht beweisen, gezielt Fiktionen erzeugt von einer Gesamtmanipulation des weltweiten Geschehens. Und davon ist das Ganze meilenweit entfernt. Das wird es auch nie geben. Das sind punktuelle Eingriffe, die zu punktuellen, speziellen Wetterphänomenen führen können. Insofern sicherlich als Waffe geeignet ist. Es gibt einen wunderbaren Artikel zu dem Thema von einem militärstrategischen Artikel. Und dieses Projekt, so wie es damals hieß, Da ist gerade Bewegung auf dem Hof bei dir. dieser Artikel war überschrieben und das ist passgenau treffend inhaltlich, die Waffensystemfähigkeit der Atmosphäre herstellen. Ja. Naja, aber das nur so am Rande. Auf jeden Fall auch hier, da stimme ich dir zu, ist klar erkennbar, leicht beweisbar. Es gibt hier keine Freundlichkeiten von oben nach unten, sondern bestenfalls dann, Nico, kannst du die mal zum Schweigen bringen? Man hört es so gut wie nicht, also Ach, du hörst es so gut wie nicht. ich höre es nur ein Aber. ganz bisschen, also es stört kaum. Okay.
Ja, also es ist eine Situation gleichgültig, wo wir hinschauen bei diesen großen Ereignissen, wo ich gar nicht tief graben muss, um festzustellen, von dort ist nur bestenfalls mit Eigennutz und Medienwirksamkeit etwas zu erwarten. Mir fällt gerade bei der Überflutung, das war glaube ich längs der Elbe, dieser medienwirksame gestiefelte Auftritt von Gerhard Schröder ein, der anschließend daraufhin wegen dieses heroischen Aktes vor der Kamera ein bisschen durch Schlamm gewartet zu sein, wohl zum Kanzler gewählt wurde. Sei es drum. Gut, also Spielfeld geklärt. Ich brauche die Stabilität. Jeder, der ein bisschen Erfahrung mit Nahkampf, Kampfkunst, militärischem Nahkampf hat, weiß, dass nicht der besser trainierte, nicht der stärkere, nicht der technisch stärkere den Kampf gewinnt, sondern derjenige, der die psychische Stärke hat. Und das ist vielleicht auch die vielleicht einzig entscheidende Botschaft aus dem vermeintlichen biblischen Kampf zwischen David und Goliath. Also ich muss psychisch stabil sein, damit ich die mir zur Verfügung stehenden Möglichkeiten mit der Besonnenheit, die es braucht, in einer dann auch ja extrem angespannten Situation, wofür es genug Beispiele aus dem täglichen Leben gibt, dass ich mich nicht mit meiner Aufmerksamkeit nach da draußen saugen lasse und in flatterhafter, panikähnlicher Unruhe irgendeinen Unsinn mache. Wenn wir studieren wollen, was passiert, genügt es zu studieren, was bei Blackout zum Beispiel, wenn Strom ausfällt, mehrere Tage, so wie es in New Jersey vor einigen Jahren geschehen ist. Das sind so Situationen, die es gestatten, eine Idee davon zu bekommen, wie das ungefähr abläuft. Also wir müssen ja gar nicht theoretisieren. Da war der Strom für eine Woche oder vielleicht sogar zwei weg und es ist immer ungefähr gleich. Es kommt eine erste Phase der Hamsterkäufe. Spätestens dann, wenn klar ist, der Strom ist nicht nur ein Viertelstündchen weg, sondern er ist dann vielleicht schon Stunden weg. Und die Hamsterkäufe gehen auch ganz schnell über in Plünderungen. Erstmal von Supermärkten. Dann auch mit wachsender, ausufernder Kriminalität, denn die meisten Personen sind nur sehr oberflächlich domestiziert und folgen dem Gesetz. In dem Augenblick, in dem, wie es so schön heißt, die öffentliche Ordnung zusammenbricht, da entfesselt sich das ganz schnell, was unter der Oberfläche liegt. Dann wird halt alles ausgeraubt, auch wenn man Juwelen nicht essen kann. Aber man kann sie ja vielleicht zum Tausch später hernehmen für einen Sack Mehl oder sowas. Und dann dauert es keine 24, 48 Stunden. Straßenbeleuchtung gibt es nicht. Dann kann man sich auch nicht mehr auf die Straße trauen. Und hierfür muss ich dann noch nicht einmal jetzt die Extremsituation eines Blackouts nehmen. Ich war vor einigen Jahren mal in Brasilien und habe mich mit etlichen unterhalten, die viele Jahre in Großstädten wie Rio de Janeiro beispielsweise gelebt haben und die erklärten, wie man dort lebt. Heißt, man lebt in einer mit militärischem Stacheldraht umzäunten und mit Waffen bewaffneten Personal bewachten Wohnanlagen, fährt dort morgens raus, möglichst ohne anzuhalten zum Büro oder in irgendeine Shopping Mall, die ebenfalls wieder entsprechend gesichert ist. Und abends ab 22 Uhr, das wurde damals gerade als Gesetz, als Verordnung eingeführt, muss man auch ab 22 Uhr nicht mehr an Ampeln anhalten, weil einem dann regelmäßig die Knarre an die Hand gehalten wurde oder das Messer an den Hals. Ja, und das ist also praktisch für einen Europäer der Dauerausnahmezustand. Und das würde dann plötzlich passieren, wenn ich nicht ausreichend gefestigt bin, bin ich als braver und ein friedliches Miteinander gewohnter Mitteleuropäer völlig chancenlos. Noch kurz von mir dazu, also dieses Thema psychisch gefestigt, damit spielst du wahrscheinlich vor allem auf das Nervensystem an, also die meisten Leute sind sympathikoton unterwegs und ein großes Ziel deiner Arbeit ist ja aufzuklären darüber, wie man quasi wieder in diesen überwiegend entspannten Zustand kommt. Das haben wir auch schon in einigen anderen Interviews besprochen und ich gehe davon aus, dass du dazu auch weitere Angebote hast. Ja, das ist der Kern an sich des Geschehens. Je entspannter wir sein können, weil wir uns überlebenskompetent
innerlich wie äußerlich vorbereitet haben, umso parasympathischer, entspannter, intuitiver und situationsbezogener werde ich handeln können. Das ist an sich gar kein Unterschied, ob ich einen Weg aus einer angeblich unheilbaren Erkrankung, das ist ja mein Kerngebiet seit vielen Jahrzehnten, einen Weg Richtung Heilung anbahne, der völlig unmöglich erscheint und sich nach kurzer Zeit dann doch bestätigt, oder ob ich mich mit der gleichen Vorgehensweise, denn es geht immer wieder um diesen Kernaspekt, ausreichend mit Überblick und erkennbarem, nachvollziehbarem Sinn für die Zusammenhänge intuitiv auf eine Situation einstellen kann. Und das kann ich, wenn ich ängstlich, panisch angespannt bin, nicht mehr. Also das ist an sich, selbst wenn wir noch über die konkreten Vorbereitungen sprechen, das ist das wirklich Wesentliche. Wer hier seine Vorbereitung versäumt, der wird auch mit dem anderen mit ziemlicher Sicherheit keinen Erfolg haben. Ich habe Ein Beispiel, ja? in einem anderen Interview von dir gehört, oder ich weiß nicht, vielleicht war es auch ein Vortrag von dir, da hast du sinngemäß gesagt, wenn jetzt irgendeine Naturkatastrophe bevorsteht, die Tiere, die wissen das schon einige Stunden vorher, fliehen dann davor, während die Menschen, wenn der Tsunami kommt, quasi noch im Wasser sind. Und du hast quasi in dem Atemzug gesagt, dass ein Mensch, der quasi diese psychologische Vorarbeit gemacht hat, der heißt, der in einem entspannten Zustand ist, der intuitiv handeln kann, der auch hat dann quasi diese gleichen Fähigkeiten wie die Tiere, dieses Gespür, wann, wenn sich, dass sich so eine Situation ereignet. Ja, exakt. Diese Unterscheidung zwischen Instinkt beim Tier und Intuition beim Menschen ist sachlich völlig überflüssig. Es ist für mich sogar am ehesten eine gewollte Täuschung. Instinkt, Intuition bedeutet, ich bin ausreichend entspannt, parasympathisch, dass ich spüren und fühlen kann, was jetzt zu tun ist, um im nächsten Moment zu überleben. Das hat jeder in seinem Leben, selbst wenn er sich damit nie bewusst befasst hat, viele Male erlebt, dass er instinktiv, intuitiv irgendetwas gemacht hat, was ihm einen Unfall, eine Verletzung erspart hat oder was gezeigt hat, dass es eine unsichtbare Synchronisierung gibt. Also ich nehme, früher gab es ja diese Telefone, so noch mit Hörer, kennen ja viele nicht mehr. Und wo man auch auf einer Drehscheibe die Zahlen wählen musste. Ich nehme das Telefon, ich nehme den Hörer in die Hand, um jemanden anzurufen und der ist an der Leitung, obwohl ich gar nicht gewählt habe. Also es gibt eine unsichtbare Vernetzung von Menschen, Schrägstrich Personen, aber auch von Ereignissen, an denen unterschiedliche Menschen beteiligt sind. Die Unfallpsychologie untersucht etwas seit Jahrzehnten, so etwas. 100% der Unfälle werden von einem verschwindend kleinen Prozentsatz von Verkehrsteilnehmern verursacht. Es sind also immer wieder die relativ wenigen, die Unfälle verursachen und die Masse fährt ein Leben lang komplett unfallfrei. Wäre das anders, würde man auch keine Unfallversicherung abschließen, denn Versicherungen versichern nur etwas, was für sie ein Geschäft ist. Okay, So. also wir haben jetzt geklärt, ich muss das Spielfeld kennen, beziehungsweise das Spiel, so das Big Picture verstehen. Die Grundbasis ist zudem dieses, ja, diese psychologische Stabilität, die Stabilität des Nervensystems. Darauf baut alles weitere auf. Wollen wir jetzt darüber sprechen, was danach kommt? Weil zu dem anderen haben wir auch relativ viel schon gesprochen und du hast ja auch auf deinem, bei der Symplonik auch noch, glaube ich, weitreichende Angebote diesbezüglich. Ich weiß nicht, habt ihr da Kurse? Was habt ihr da um diesen? Wir haben seit vielen Jahren einen Kurs, der in einer krisenreichen Zeit interessanterweise einer der am wenigsten nachgefragten ist. Das zeigt, wie wenig die Leute die Situation ernst nehmen. Das kann sich wirklich noch bitter rächen. Das heißt Überleben mit Sinn und ist eine spezielle Art eines tatsächlich in der Natur draußen stattfindenden Überlebenstrainings, was aber nicht darauf abzielt, eine ganze Kaskade der notwendigen, zwar auch am Rande, Teil des Lerninhalts, wie man Feuer ohne Hilfsmittel macht, wo man sich hinlegt, damit man am nächsten Morgen auch noch wach wird. Und all diese Dinge, in erster Linie zielt es aber eben auf genau diese psychologische Stabilität ab, die die Ruhe und Besonnenheit, die Klarheit einer situationsentsprechenden Entscheidung ermöglicht.
Und darüber hinaus auch wissensbasierte Vorträge und Kurse über Leben, Bibliothek des Überlebens. Also, dass man einfach weiß, was man braucht, um in der Bewegung oder stationär an einem Platz, denn die Krisen, die uns zu erwarten scheinen, werden Jahre anhalten. Das prognostiziere ich, weil es aus den Bewusstseinskontrollexperimenten, die an die Öffentlichkeit gedrungen sind, wie MK-Ultra oder das Monarch-Projekt, worüber ja sogar die dritten Programme wie Phoenix ausführliche Dokus gemacht haben. Also das ist keine Verschwörungsthematik, das war es viele Jahre, bis es dann durch einen Prozess an die Öffentlichkeit gezogen wurde. Und das, was man macht, um eine einzelne Person so zu traumatisieren, dass sie ihre Vergangenheit und Lebensgeschichte vergisst, genau das Gleiche kann man in einer fraktal geordneten Welt, so ist dieses Universum aller Wahrscheinlichkeit nach aufgebaut, auch im Großen machen. Insofern ist klar, wie der Ansatzpunkt ist, eine gesamte Gesellschaft, das hat man mit den beiden Weltkriegen zum Beispiel auch gemacht, eine Gesamtgesellschaft, einen ganzen Kulturraum so zu traumatisieren, dass er wesentliche Teile seiner Identität und realen Geschichte vergisst, damit man darauf aufbauend, andockend eine neue Wirklichkeit installieren kann. Das ist genau der Punkt, an dem wir stehen. Das steht unter der Überschrift Industrielle Revolution 4.0 und Transhumanismus. Ja, dafür muss ich das bisherige gesellschaftliche Leben hochtraumatisch auflösen. Und der Blackout durch Strom ist einer der Ansatzpunkte. Ich denke, dass wir mehrere Ansatzpunkte zugleich erleben werden, die ja auch schon in der Presse hier und da aufblitzen. Das Thema Blackout ist kein neues. Da habe ich schon vor 15, 20 Jahren mit Elektroingenieuren gesprochen, die Kraftwerke bauen. Das hätte man jederzeit schon mit minimalistischen Mitteln umsetzen können und in ganz Europa das Licht ausgehen lassen. Es gibt einige wenige Knotenpunkte. Und es ist schon erstaunlich, dass das nie passiert ist, nachdem wir doch so unglaublich terroristisch bedroht sind. Ja, wären wir das wirklich, wären in Europa schon längst alle Lampen ausgegangen. Denn das ist kein Geheimnis, was ich hier sage. Das kann jeder mit Leichtigkeit und nur der Frage schon herausfinden, wie da anzugehen ist, wo die Schwachstellen sind. Also Blackout ist nur eine Geschichte. Die bürgerkriegsähnlichen Szenarien, die damit entstehen, die man auch durch eine reduzierte Lebensmittelzufuhr noch einmal anheizen kann, durch die zeitweise Abschaltung der sozialen Medien, weiterer Ansatzpunkt, all diese Dinge wird ja inzwischen offen gesprochen. Nicht, dass man das tun will, sondern dass wir wegen böser terroristischer Bedrohung damit rechnen müssen, dass es passieren könnte. Der Zusammenbruch, siehe Lockdowns, der blöde Party kommt uns wieder in die Quere. Wir müssen leider alle zu Hause bleiben. Und dann ist es ja klar, dass Lebensmittel rationiert werden müssen und möglicherweise auch mal gar nicht geliefert werden können. Wenn Brot und Spiele gestrichen sind, dann eskaliert das Ganze in einer Weise, die können wir uns jetzt gar nicht vorstellen. Könntest du dir das kurz skizzieren, wie das eskalieren könnte? So ein paar Stichworte. Ja, ich hatte vorhin erwähnt, die Situation, die tagtägliche Situation in diesen Migrations- und Mischmaschländern Südamerikas beispielsweise, wie das tägliche Leben dort ist, wenn ich in Nordbrasilien an einem wunderschönen Strand den Tag über genossen habe, so zwischen Liege und Strandbar, dann erlebe ich, dass zwischen 5 und 6 Uhr, wenn die Sonne Richtung Sonnenuntergang, Horizont sich bewegt, geradezu fluchtartig die Strände verlassen werden und alle in ihren Häusern mit Stahljalousien verschwinden und bevor es hell wird, auch nicht mehr rauskommen. Ja. Oder dieser Stromausfall in New Jersey. Es ist ein Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung im totalen Sinne. Ich kann mich nicht raustrauen. Und selbst wenn ich rausgehe und bin nicht innerlich vorbereitet und selbst wenn ich eine Waffe hätte, dann schieße ich mit ziemlicher Sicherheit zu spät. Das ist etwas, das weiß ich früher. Ich war ja lange beim Militär und habe auch in den Kampftruppen als Ausbilder gearbeitet und habe ja etliche Jahre
militärische Spezialausbildung betreut, habe in der Einzelkämpferausbildung die Ausbilder im Nahkampf geschult, weil ich das Glück hatte, ein sehr spezielles, realistisches militärisches Nahkampfsystem bei einem an sich Kung-Fu-Großmeister, der aber selber in asiatischen Kriegen wie im Koreakrieg, Philippinenaufstand gekämpft hatte, zu lernen. Und dadurch habe ich mit meiner langen Zeit beim Militär und diesen zusätzlichen Einblicken einen ganz guten Eindruck, was es bedeutet, vorbereitet zu sein auf einen Kampf oder eben nicht. Und was den einfachen Straßenschläger, das habe ich damals gelernt, von dem geübtesten Kung-Fu- und Karate-Kämpfer, der immer nur im Studio gekämpft hat und dann auch vielleicht noch mit Schützern, ja, bloß nicht allzu wehtun, weder sich selbst noch anderen. Das, was den einfachen Straßenkämpfer und den weiterhin aggressionsbefreiten, wir sind alle domestiziert als Europäer, wir sind aggressionsgehemmt, was zu den ganzen klassischen autoaggressiven Zivilisationserkrankungen führt, angefangen bei Karies. Und ein Straßenschläger, der geübt ist zu verletzen, der vielleicht sogar geübt ist zu töten, der hat keine Bruchteile von Sekunden, die er nun überlegen muss. Traue ich mich nicht, tut er mir vielleicht doch nicht weh, sondern der schießt und fragt anschließend, wenn es noch was zu fragen gibt. Und hier an der Stelle sprengt es schon die Vorstellungskraft selbst des geübten Kinogängers, was das im Alltag bedeutet, wenn ich jemandem gegenüberstehe, der so handelt. Ich habe das mal in Kenia erlebt, einen Raubüberfall in den Dünen, und dann standen plötzlich zwei Kenianer, Schwarzafrikaner, politisch im Korrekten zu bleiben, ich hoffe es, standen vor mir, der eine mit so einer 1 Meter langen Machete und der andere mit einem dicken, festen Stock. Und dann ist die Frage, wer die besseren Argumente hat. Und wie Situation, bist du aus der Situation rausgekommen? Das war für mich eine sehr, sehr beeindruckende Erfahrung. Und zwar habe ich steckte mit meinem, deswegen war ich da überhaupt, ich war mit meinem Motorrad in den Dünen stecken geblieben und wartete auf die anderen, die mir beim Schieben helfen mussten. Und die kamen dann daher mit ihrer Beute. Das war das, was wir an Geld gerade am Vormittag abgeholt hatten in der Nähe liegenden Großstadt. Und die wollten eigentlich nur, die interessierten sich gar nicht wirklich für mich, was ich im Nachhinein erstaunlich fand. Sie wollten an sich nur mit ihrer Beute irgendwo Richtung Horizont verschwinden. Ich fand das aber gar nicht gut und habe versucht, den Helden zu spielen. Ich hatte nur meinen Helm. Und dann habe ich den Kinngurt geschlossen, habe den Helm am langen Arm genommen, habe versucht, die am Kopf zu treffen, was ziemlich aussichtslos war, weil die Machete länger war und der Stock auch. Und das Beeindruckende jetzt war, dass ich habe die Blicke der beiden habe ich heute noch präsent. Die waren erstaunt. Also erstaunt, eher so nach dem Motto, wie kann der so blöd sein, zu versuchen, in unserer erkennbar offensichtlichen, durch unsere, wenn auch einfache, aber wirkungsvolle Bewaffnung, uns die Beute abjagen zu wollen. Die haben nichts anderes gemacht, obwohl sie mich problemlos hätten verletzen können, als sich auf Distanz zu halten. Und als ich dann irgendwann eingesehen habe, dass ich mit dem Helm nicht punkten kann und man in dem tiefen Sand auch unmöglich einen festen Stand für irgendwas anderes finden konnte, dann haben sie sich umgedreht und sind gegangen. Nur so etwas finden wir in dem zu erwartenden Szenario mit Sicherheit nicht. Denn in einem zivilisierten Land steht im Hintergrund die Macht des Gesetzes. Das heißt, jemand, der ein Gesetz übertritt, muss automatisch damit rechnen, dass er verfolgt wird, um eingesperrt zu werden oder horrende Strafzahlungen zu leisten. Also wird die Bereitschaft, den anderen aus dem Verkehr zu ziehen, ihn zu töten, ihn nach Gesetzestext zu ermorden, sehr, sehr viel größer sein. Und das ist ja auch die Wirklichkeit in einer sogenannten zivilisierten Gesellschaft. Nur diese Gesetze, da komme ich noch einmal zur Bestärkung darauf zurück, diese Gesetze greifen nur so lange, wie irgendjemand damit rechnet, dass eine Ordnungsmacht überhaupt eingreifen kann. Und das wird in dieser zu erwartenden Kombination von Blackout, Migration als Waffe, hochaggressive 20- bis 30-Jährige aus den Slums von Afrika und Asien, das wird es da nicht geben.
sondern da geht es richtig zur Sache. Und die dazu dann vielleicht noch ein bisschen Nahrungsmittelknappheit, kein Fernsehen, das ist ja auch eine Möglichkeit zur Rückstellung. Brot und Und Spiele dann, hast du ja schon gesagt, wenn das ja, wegfällt, dann. genau. Und damit haben wir ein Szenario, in dem die Bedrohung 24 Stunden überall und jederzeit, überall dort, wo Leute dicht aufeinander leben. Wir reden hier von einem städtischen Phänomen. Und bestenfalls noch in den Dörfern als Ableger, als Satelliten der Städte. Ja, dort, wo tatsächlich Begehrlichkeiten befriedigt werden können. Am Ende des Zweiten Weltkriegs sind die Leute mit dem Fahrrad oder zu Fuß bis zu 80 Kilometer gelaufen, um irgendwo Kartoffeln zu klauen. Auch, das sind wichtige Eckdaten. Ich habe die so im Laufe von etwa 20 Jahren Krisen, also psychologisches und sachliches Studium von Krisen, wie sie entstehen, wie sie gemacht werden, welche Auswirkungen sie haben und welche psychologisch-sachlichen Antworten man für sich selber daraufhin finden muss, so nach und nach zusammentragen können. Also ich habe auch viel mit Leuten gesprochen, die im Zweiten Weltkrieg und in den ersten Jahren danach Teile dessen, was wir zu erwarten haben, tatsächlich durchleiden mussten. Ja, das war, die wenigsten wissen das. Es waren zwei harte Winter nach Ende des Zweiten Weltkrieges, eiskalt, und die Alliierten haben, weil ihnen zu wenig Deutsche während des Zweiten Weltkrieges gestorben waren, einfach nochmal für diese Zeiten die Lebensmittelzufuhr minimiert. Es sind 6 oder 8 Millionen in diesen folgenden 2 Jahren beziehungsweise harten Wintern noch einmal geschätzt. Man Zahlen in dieser Größenordnung kann man unmöglich auf die Ziffer genau ernst nehmen. Aber es zeigt, in welcher Dimension zumindest das ablief. Die sind einfach verhungert und erfroren. Und das in einer konzertierten Aktion mit all den, hier geht es nicht um eine Krise mit Fortsetzung des Systems. Das ist etwas, was auch zu berücksichtigen ist, sondern wir reden hier von einer existenziellen Krise der Gesellschaft, weil man eine komplett neue Gesellschaftsform installieren will. Der Erste, Zweite Weltkrieg beispielsweise und alle Kriege vorher waren das auf Nullsetzen des Systems, weil mal wieder die Schuld vom Geldsystem nicht zu trennen, die Zinsthematik, einfach ein System an die Wand fährt und dann hat man eben mit Währungsreformen und ein bisschen Zerstörung und Krieg alles auf Null gesetzt, ein bisschen zusätzlich enteignet und anschließend mit Zusatzsteuern, Vermögensabgabe ist ja jetzt auch wieder das Thema, Lastenausgleich, das Ganze neu gestartet. Das waren dann die fetten Gründer, nee, nicht die Gründer, ja, das war vorher, aber diese fetten 60er Jahre nach dem Krieg, alle Aufbruch, alle voller Freude, endlich Frieden. Das war nur die Vorbereitung fürs nächste Schlachtfest. Und dieses Schlachtfest steht immer etwa alle 60 bis 70 Jahre an. Geht auch in etwa Hand in Hand mit den sogenannten Kondratjew-Zyklen. Wer sich mit Wirtschaft und den Wirtschaftszyklen befasst, der wird diesen Begriff vielleicht schon mal gehört haben. Prinzipiell muss man an sich nur wissen, es gibt einen Zeitraum, eben etwa dieser 60, 70, von mir aus 80 Jahre, in denen alles immer wieder auf Null gesetzt werden muss. Muss, weil. Weil das Wirtschaftssystem bzw. das Geldsystem am Ende ist. Es ist bis zum Letzten ausgereizt. Meine Schulden, wo hat der Staat die Schulden? Er hat sie bei Banken. Wem gehören die Banken? Und alle weiteren Fragen beantworten sich von selber. Die Notenhoheit haben Staaten schon lange nicht mehr. Also sind sie praktisch vom Staat weg auf dem Weg, sich immer weiter zu verschulden mit Zins und Zinseszins. Und irgendwann ist das nicht mehr zu handhaben und dann setzt man es auf Null. Die Systembetreiber setzen es auf Null. Greifen mit Währungsreformen, die Enteignungen sind und zusätzlichen Vermögensabgaben das erwirtschaftete Gut zu wesentlichen Teilen ab, lassen genau so viel, dass ihnen die Bevölkerung nicht endgültig den Kragen umdreht und dann läuft das Ganze erneut an. Das Mit heißt, wenn wir jetzt 60, 70, 80 Jahre zurückgucken, da waren die beiden Weltkriege sozusagen der, ja, da. 1945 bis heute sind 70 Jahre etwa.
Erster, Zweiter Weltkrieg würde ich gar nicht mal wirklich voneinander trennen. Sie sind ja auch völkerrechtlich gesehen lediglich zwei Waffengänge eines bis heute nicht beendeten Weltkrieges. Und wir sind jetzt an sich, ist auch etwas, was wichtig ist fürs psychologische Verständnis des Spielfeldes. Kriege sind nicht Kriege von Nationen gegen Nationen, die zufällig passieren, sondern sie sind geplant. Sie sind minutiös geplant, diplomatisch entsprechend vorbereitet. Ein Buch zum Thema, wer es lesen will, man soll mir gar nichts bitte glauben, der Krieg, der viele Väter hatte, von einem ehemaligen Bundeswehrgeneral geschrieben, exzellent recherchiert, sehr umfangreich, zeigt, wie das verzahnt ineinander greift und wie das schon Jahrzehnte vorher erkennbar sich anbahnt. Was sagst du eigentlich zu dem Buch, das häufig auch in, sag ich mal, in dem Thema, wo wir uns gerade bewegen, empfohlen wird? Die Kunst des Krieges von Sun Tzu. Also das Buch habe ich, da blätter ich immer wieder mal drin. Für mich ist das überhaupt keine spektakuläre Lektüre. Ich glaube, dass das eher Teil eines, liegt aber auch vielleicht daran, dass ich mit der Symplonik eine einfache und klare naturgesetzlich basierte Psychologie und Sichtweise, eine Erkenntnis über die Funktionsweise unserer Psyche und unsere Vernetzung in Gemeinschaften und mit der Natur zur Verfügung habe, die sehr, sehr einfach, klar und überprüfbar ist. Vielleicht beeindruckt es mich deshalb nicht, das weiß ich nicht, aber ich kann in dem Buch wirklich nichts finden, für das es sich lohnt, es zu lesen, weil das alles im Grunde genommen auf naturgesetzliche Zusammenhänge zu reduzieren ist und in den klassischen Kampfkunstsystemen, die vordergründig vor allen Dingen aus dem asiatischen Raum kommen, ohnehin ihre Berücksichtigung finden. Also, da finde ich beeindruckender, das ein oder andere Buch zu lesen, aus dem heraus sich mit Klarheit entsprechender Quellensicherheit, also gut belegt, ergibt, dass Kriege eine gemachte Veranstaltung sind und dass Kriege sich immer gegen die Bevölkerung richten. Ein weiterer ganz entscheidender Aspekt, um das Spielfeld zu verstehen. Kriege sind gemacht, sie dienten bisher in Fortsetzung des gesellschaftlichen Systems, des zusätzlichen Abgreifens von erbrachter Leistung, gespeicherter Leistung in Form von Bankguthaben, haben Immobilien und dergleichen. Und sie dienten auch sicherlich zur Bevölkerungsreduktion. Und sie dienten sicherlich auch dazu, um Profite zu maximieren. Und jetzt noch einmal als wichtige, entscheidende Aussage zu diesem großen geschichtlichen Überblick. Wir sind jetzt in einer Situation, die ist zumindest in den letzten Jahrhunderten bestenfalls vielleicht zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges das letzte Mal ein Thema gewesen. Es geht darum, eine komplette gesellschaftliche Struktur zu installieren, ein komplett neues Weltbild zu installieren. Und da müssen wir wirklich den Blick sehr, sehr weit öffnen. Es ist noch nicht so lange her, das war, glaube ich, letztes Jahr oder vielleicht sogar dieses Jahr, das habe ich nicht in Erinnerung. Da gab es ein religiöses, in Anführungszeichen, zeremoniell initiiert von der UNO, wie die Regeln für die Rettung des Klimas auf dem Berg Zion übergeben werden. Anlehnung an die biblische Geschichte und die 10 Gebote. Ja, okay. Vielleicht nochmal kurz ein kurzes Zwischenfeedback. Also, was würdest du sagen, dass sämtliche, sagen wir mal, wirklich so große Krisen, Kriege und was wir noch so teilweise besprochen haben, dass das quasi nie zufällig passiert, dass es nie jetzt einfach so da ist, sondern dass da das meist quasi spannendes Thema, oder? Gib mir gerne ein Feedback zu diesem Video hier mit dem Dr. Ulrich Mohr. Und wie ihr schon mitbekommen habt, ist das Video jetzt hier relativ abrupt zu Ende. Ich habe mich dazu entschieden, das nicht komplett auf YouTube zu veröffentlichen, einfach weil es mir zu riskant ist. Ja, weil ich nicht die Löschung meines Kanals, der schon entmonetarisiert wurde, riskieren möchte. Und ja, deswegen habe ich mich dazu entschieden, das komplette Video unzensiert euch woanders freizuschalten. Und wenn du den Zugang zu diesem kompletten Video in voller Länge unzensiert haben möchtest, natürlich komplett kostenlos, dann klick einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung und ja,
dann kannst du dir das dort zu Gemüte führen. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Wir sehen uns dann, ja, hoffentlich im unzensierten Video in kompletter Länge. Und ansonsten wieder beim nächsten Video. Viel Spaß damit. Euer Sören. Ciao.